Willkommen zurück zum nächsten Video aus meiner Let's Play-Reihe zu Trials of Mana. Im letzten Video haben wir uns durch den Leuchtblütenwald geschlagen und das sind im Labyrinth mit den Blumen entkommen, beziehungsweise haben den Trick herausgefunden, wie man dort hindurchkommt und sind in das Elfendorf Dior gegangen, haben dort etwas über Charlottes Eltern herausgefunden. Und nun setzen wir den Weg fort, um das Holzelementar zu finden. Da haben wir diesen Weg hier jetzt mit Selenes Hilfe freigeräumt. Und werden nun hier weiterkämpfen. Eine weniger. Das Gift ist schon übel. Ein weiteres Mal der Kaktus. So, eine goldene Statue. Das bedeutet im Normalfall, dass jetzt wahrscheinlich ein Bosskampf kommt. Dann schauen wir doch mal, was die Ausrüstung sagt. Ich glaube, das Traumschiff brauchen wir wahrscheinlich nicht. Dann nehmen wir doch mal einen Keks. Und weiter geht's. Na, das sieht schon nach Bosskampf aus. Uha. This strange thing isn't the elemental wolf, right? Don't worry. Or, well, maybe you should worry. But this is a monster. A lot bigger than typical monsters, though. Defeat it first, and we can figure out what's wrong later. Na gut. Go away! Here we go!
die scheinen aber ordentlich Schaden anzurichten. So, einer weniger. Der Plus geht auch noch auf. Kevin, du solltest da rausgehen, wenn er das macht. Okay.
Angela, du auch. Eine gefräßige Pflanze weniger. Look, there's something there. Huh? Oh, oh, it's just you, Dryad. Oh, yes. Thank goodness you saved me from Graplevine. That monster ensnared me in its grasp and has sapped my power for so long. So that's how it got so big. Thank you ever so much. Oh, forgive me for causing you so much trouble. We are happy to help. Will you help us too, though? I'm so sorry, but that monster sapped all of my power. I fear I would be of no help to anyone right now. I would only get in the way. No way! You're the wood elemental, right, Dwyad? That means you have the most mana power. I promised myself that I wasn't going to cry anymore. I know you can be strong too. Are you certain? Yes! Come with us, Dryad! We need you. Thank you. You're too kind. And I don't deserve it. But I will do my best to help you all. Damit haben wir jetzt alle Elementare beisammen. Control the mana stones were sealed away. The whereabouts of Oblivile were erased from everyone's memories to further protect the world. Oh, but don't worry, it's still there. When I used the last of the mana power in the sanctuary to get to this world, I appeared in the sky above that island. Okie dokie, let's go! Ah, lässt die Waffe eines verbündeten MP absorbieren. Das ist auch gut. Haben wir die denn auch? Ja, und gucken wir nochmal auf, was wir eigentlich
lernen müssten, wenn man die haben will. Na. Tja, die stehen uns noch gar nicht zur Verfügung. So, uns fehlen allerdings noch zwei Kisten hier, die sollten wir uns vorher noch einmal besorgen. Da müssen wir uns wohl noch ein wenig umschauen. Das Ende der Welt hat, oder die Rettung der Welt hat sicherlich noch ein paar Minuten Zeit, damit wir die Kisten finden. Haben wir. Mal gucken. Ich tippe mal, dass da oben noch welche versteckt sind. Oder die hier. Damit haben wir auch alle Kisten. Yeah.
Ups. Der ging wohl daneben, Angela. So, dann die Flöte einmal ausrüsten. So. Wobei. Machen wir es schon mal so. Diese Insel ist nicht allzu weit weg. Das Mana-Schwert ist zum Greifen nahe. Thank you for everything. I never could have attempted to open the portal all on my own. Mana has continued to weaken throughout our journey. But I think I can still manage with what remains of my strength. Oh, I'll give it a try. Elementals. Lend me your powers! Woo-hoo-hoo! Time to show my stuff! Don't you worry, sister. You got this. You hear? Ha-ha! Do it! I won't hold back. We won't be defeated. Here goes. I give you all of my dark power. Heyo, here we go. And now, let us give this everything we have. I apologize that this is all I can do. I only hope that it will help. Don't worry. Next time, you'll definitely get it. Try again? Almost. Almost there. Thank you, everyone. Mana has grown weaker than I expected.
The portal won't get any larger. Okay, I'll try one more time. Please, Goddess of Mana, help us! Und das Portal ist offen. Für uns ist es zu hoch, aber für andere offensichtlich nicht. Oh no! Watch out! Das war Altenia. Stones with the forbidden magic alone. Thank you so much for releasing enough mana energy. Now Altena's flying battleship, Gigantress, will begin the invasion of the Sanctuary of Mana. Please accept this gift with our warmest regards. Aber sie sind nicht die einzigen. Your Majesty, Beastmen subjects, now is the time to invade the Sanctuary of Mana. Once you get the Sword of Mana, the human world will tremble at your feet. You can create a Beastman utopia. Does that sound equitable, your furry majesty? Hmm. Proceed with your plan. Yes, sire. Now then. Guards! We're off to the front line. Und es kommt noch mehr. Malogio? What is it? They have opened the portal to the sanctuary. Are you prepared? You forget to whom you speak. Of the two of us, you are the one who is late. Now. What news do you have of his Dark Majesty? He used the last of his essence to bring the Darkstone back from Mavolia and into this realm. His Dark Majesty has perished. Then it is proceeding as he planned. I have prepared the vessel that will bring us through the portal and into the Sanctuary of Mana. Let us cast off. Once we have the Mana Sword, we can easily revive his Dark Majesty. With his dark powers, we can transform this realm into Mavolia itself. We cannot fail in this mission, or his Majesty will be lost forever.
Tja, und im geheiligten Manaland gibt es nun Krieg zwischen diesen einzelnen Fraktionen. Aber da wir selbst noch nicht dahin durch können, werden wir das erst später sehen. Ja, und dieses Wesen, was wir nun suchen, dabei handelt es sich natürlich um Flammi oder Lufti in der deutschen Version. So, aber ich glaube, hier müsste irgendwo noch der Kaktus versteckt sein. Eine Kiste gibt es hier auch. Da vorne. Wo müssen wir denn genau hin? Balsena, da. Also einmal hier herum. Den kennen wir mittlerweile schon ganz gut. Den Keks können wir trotzdem schon mal ausrüsten. Bzw. anwenden. Auch wenn die Gegner nicht mehr so viel Erfahrung hier geben, 20% trotzdem nicht verkehrt.
So, da müssen wir lang. Alles klar. A triumph! Und jetzt wird der Weg hierhin frei. Oh, I see you are all well. You wish to find the winged defender? I understand your predicament. I will unblock the path. However, the winged defender is the protector of the Laurent Mountains. It is said that he only appears for us Amazons. Dann werden wir uns das anschauen, ob er sich uns zeigen wird. Aber das machen wir doch beim nächsten Mal, denke ich. Da vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.